2010, Pioniergeist und Goldgräberstimmung in der BDB Bläserjugend. 2010 fand das erste Jugendleitercamp im Europapark statt. Es war die Idee von Michael Paul und der BDB Bläserjugend, das Jugendleiterwesen, Michael Paul war damals Referent für überfachliche Weiterbildung, mehr in die Öffentlichkeit, näher zu anderen Jugendlichen und zu Entscheidungsträgern in den Vereinen zu führen. Ich selbst durfte damals in meinem FSJ Kultur in der BDB Musikakademie das Jugendleitercamp als eigenverantwortliches Projekt mit organisieren. Es war am Anfang noch etwas improvisiert, wovon auch diese Teilnehmerkarte zeugt, aber es ist schön zu sehen, dass ich in den vergangenen 9 Jahren, jetzt zum 10. Mal, das BDB Jugendleitercamp so prächtig entwickelt hat und ein fester Bestandteil der Jugendleiterausbildung im BDB geworden ist. Seit 2011 findet das Jugendleitercamp parallel zum Musikcamp statt. Dadurch können wir Synergien in der Organisation nutzen und die beiden Camps auch inhaltlich verzahnen. Beispielsweise organisieren die Jugendleiter einen Spieleabend für Musikcamp-Teilnehmer im Rahmen der Workshop-Angebote. Außerdem drehen die Jugendleiter kleine Filme, die als Ansage für die Stücke während des Abschlusskonzertes des Musikcamps genutzt werden. Seit 2012 präsentieren sich die Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit einem Film über die Camp-Highlights am Abschlusskonzert. Damit haben auch die Teilnehmenden des BDB Jugendleitercamps ihren großen Auftritt am Ende der Campwoche. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, das Jugendleiterwesen und die überfachliche Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen und so das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit zu würdigen. Und der ein oder andere Musikcamp-Teilnehmer hat sich dadurch auch schon fürs Jugendleitercamp entschieden. Das Jugendleitercamp 2013 war geprägt durch den Ideenreichtum und die Energie der Teilnehmenden in den Seminaren und Workshops. Mit 18 Teilnehmenden war dieses Jugendleitercamp das bestbesuchte. Trotz der Gegensätze der Teilnehmer in Alter, Erfahrung und Herkunft sind wir schnell zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen und Freundschaften sind entstanden, die über die Jahre erhalten blieben. Deshalb ist das Jugendleitercamp 2013 einfach tierisch gut. Ich war schon öfters im Musikcamp und bin dann 2014 zum ersten Mal ins Jugendleitercamp gegangen. In den Seminaren habe ich einige Freunde kennengelernt und wir haben immer noch Fun im Musikcamp. 2015, das war das Jahr, das Jubiläumsjahr, 10 Jahre Musikcamp. Dieses Jahr feiern wir ja 10 Jahre Jugendleitercamp. Damals initiiert von Michael Paul ist es zum echten Erfolgsmodell geworden. Ich möchte mich bei ihm und bei den heutigen Leitern, Marco und Simon Geiges und bei allen anderen Teamern, die wesentlich zur Weiterentwicklung des Camps beigetragen haben, ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche mir mindestens 10 weitere Jahre Jugendleitercamp. Im Jahr 2016 war ich Teilnehmerin des BDB-Jugendleitercamps im Europapark. Wir waren eine super Gruppe und hatten viel Spaß am Lagerfeuer und beim Geschichtenvorlesen. Durch das Camp konnte ich viel Neues in die Jugendarbeit im Verein mitnehmen. Während der Campwoche habe ich den BDB näher kennengelernt und bin auf die Möglichkeit, dort ein FSJ zu machen, aufmerksam geworden. Dies habe ich im Herbst 2017 umgesetzt. Ja, an das Jahr 2017, da kann ich mich noch besonders gut daran zurückerinnern, denn da hatten wir in unserer Campzeit das Thema Spot On. Und naja, was macht man dann bei einem Fotoshooting, wenn schon alles gerichtet ist, die Technik bereitsteht, aber einfach die Teilnehmer und entsprechend die Artisten auf dem Bild fehlen? Da haben uns dann die Jugendleiter gut unterstützt, sind spontan eingesprungen und haben, wie ich finde, dazu beigetragen, dass am Endeffekt ein so tolles Cover für unsere Campzeit entstanden ist. Im Jugendleitercamp 2018 wurde ich sehr gut auf meine Arbeit als Jugendleiter vorbereitet. Ich habe gelernt, wie man Jugendliche gezielt motivieren und in den Verein einbinden kann. Happy Birthday to you.
BDB Jugendleitercamp.